Hallo und willkommen zu Hessenschau. Ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam in die neue Woche zu starten und zwar mit den folgenden Themen. Der Zustand unserer Buchenwälder ist schlecht. Wir schauen auf die aktuelle Situation und werfen einen Blick in die Zukunft. Wir starten heute eine Wochenserie zum Thema Forschung in Hessen. Heute geht es um einen neuen Fleischersatz der Hochschule Fulda. Und wir berichten über hessische Soldaten auf dem Weg nach Litauen. Schwarzenborn, das war mal ein Begriff unter jungen Männern. So mancher hat da seinen Wehrdienst absolviert. Die Wehrpflicht, die gibt's nicht mehr, die Kaserne mit Berufssoldaten schon. Die sind seit heute auf dem Weg ins Baltikum, zur NATO-Großübung. Nach Jahrzehnten des Friedens, jetzt mit dem Aggressor Russland vor Augen, da weiß jeder, das hier ist keine Kaffeefahrt. Panzerkolonnen auf hessischen Landstraßen. Panzerkolonnen auf deutschen Autobahnen, jahrzehntelang ein seltenes Bild. Heute sind sie auf dem Weg zum größten NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges, Steadfast Defender. Simuliert wird hier der Ernstfall, ein Angriff auf die NATO. Wir müssen leider sagen, dass das Verhalten der Russischen Föderation, die jetzt seit über 2 Jahren ja auch einen Angriffskrieg in Europa führt, dazu führt, dass wir diesen Fall für nicht unrealistisch einstufen müssen. Unsere Verlegung dient ja auch der Abschreckung, also um anzuzeigen, dass ein Angriff oder eine Aggression speziell gegen das Baltikum ein Angriff gegen die gesamte NATO wäre. Und das ist ja der Kern der NATO, dass niemand alleine steht, sondern dass ein Angriff gegen das Bündnisgebiet automatisch ein Angriff gegen alle NATO-Mitglieder wäre. Von daher ist es kein unrealistisches Szenario. Und das haben wir auch alle im Hinterkopf. Allein aus der Knüllkaserne im nordhessischen Schwarzenborn machen sich 800 Soldaten und 250 Fahrzeuge auf den Weg. Mit dabei Feldwebel Hans Peter. Auf die rund 1500 Kilometer lange Marschroute fühlt er sich gut vorbereitet. Es ist natürlich eine leichte Anspannung dabei, wie jeder Einsatz, den man als Bundeswehrsoldat mitmacht. Aber wir wurden auf sehr hohem und professioneller Art und Weise ausgebildet. Und meine Leute sind höchst motiviert und wir gehen die Sache gut an. Doch der Weg hat es in sich. Von Schwarzenborn geht es für das Manöver erst ins bayerische Vilseck und dann über Sachsen nach Polen. Und von dort nach einer Schießübung weiter nach Litauen. Die NATO hat dort bereits einen Standort. Die Bundeswehr wird ihre Präsenz in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Statt 700 sollen hier bald 5000 Soldaten stationiert werden. Für die Übung der hessischen Truppen ist aber der Weg das Ziel. Logistisch ist die Verlegung des Jägerbataillons nämlich schon Herausforderung genug. Die größte logistische Forderung ist es, 250 Fahrzeuge zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort zu bewegen. Das ist durchgeplant, das ist minutiös durchgeplant. Wir sind auch nicht der einzige Verband, der in den nächsten Wochen entlang der Ostflanke marschiert. Es wird eine Vielzahl von Marschbewegungen statt. Und es wird jetzt darauf ankommen, diese Zeiten zu halten, dieses fein aufeinander abgestimmte Uhrwerk. Wir sind aber natürlich auch darauf vorbereitet, dass während dieses Marsches nicht alles 100% so funktionieren wird, wie wir es vorgeplant haben. Am Vormittag ging's los, sogar 10 Minuten früher, um gut im Plan zu bleiben. In 4 Konvois mit je 30 bis 60 Fahrzeugen. Am Abend treffen sie auf die US-Streitkräfte, bevor es dann am Donnerstag in Richtung Baltikum weitergeht. Sahara-Staub, lieber mal draufgeschrieben mit dem Finger, damit die lieben Mitmenschen, die eine Garage haben, nicht denken, man ließe so ein Auto so einfach verlottern. Aber damit kann man sich nur begrenzte Zeit entschuldigen. Es gibt ja Waschanlagen. Und ich gebe es zu, ich bin heute auch durchgefahren. Tja, das hätte ich mal besser gelassen und mal auf den Wetterbericht vorher geschaut, aber der Reihe nach. Da ist er, der Gruß aus der Wüste, der sich wie ein Film auf dem Autolack verbreitet hat. Schön ist anders. Sieht einfach nicht gut aus, ist ziemlich dreckig, war sowieso dran und ja, der Staub muss halt runter. Das Auto hat eine neue Farbe in der Nacht bekommen. Ist in einem Taxi umgewandelt. Ich sehe, Sie nehmen das mit Humor. Ja klar, wie kann man das sonst hinnehmen? Ich weiß nicht, was hier passiert, weil wir waren vor 2 Wochen in Urlaub und dann ja. Ich muss nicht mehr singen.
Viel Staub, entsprechend lang ist heute die Schlange an der Waschstraße hier in Oberursel. Und die Fahrt in die Waschanlage ist auch richtig, denn wer versucht, die feinen Sandpartikel selbst mit einem Tuch zu entfernen, könnte durch den Schmirgelpapiereffekt Kratzer im Lack verursachen. Also erst waschen, dann wischen. Und gewischt, gesaugt und poliert wird hier in der Halle nach der großen Autodusche. Wer hier ankommt, ist den Staub schon losgeworden, nachgearbeitet wird trotzdem. Es ist halt sehr feinstaubig, also man merkt auch in den Türen drin, in den Rahmen drin kommt der Staub rein. Insofern muss er halt weg. Jetzt alles wieder frei, kann man alles wieder sehen. Also vor allem Sicht, ja. Seiten, Fenster waren alles dreckig, so richtig. 10 Jahre jünger. Nach dem Waschen sieht das Auto frisch, glänzt und freut meine Augen und meine Seele wieder. Durch starke Winde kommen jährlich übrigens mehrere Millionen Tonnen Sahara-Staub von Afrika rüber nach Europa und oft nach Deutschland. Und laut deutschem Wetterdienst tritt das Phänomen zwischen 10 und 20 Mal pro Jahr auf, vor allem im Frühling und Sommer. Und der Staub legt sich dann auch gern aufs Auto, aber auch ohne Staub ist für viele Autofahrer Frühjahrsputz angesagt. Ich würde gern die Cabrio-Saison eröffnen. Und deshalb soll das Auto von außen und innen richtig schön sauber sein. Ich finde, das ist so ein bisschen was zum Runterkommen. Viele verbinden es vielleicht ein bisschen mit Arbeit oder mit Stress, aber für mich ist es sowas zum Runterkommen, einfach das Auto ein bisschen sauber machen. Gerade die Außenwirkung ist wichtig. Dann hat man als BMW-Fahrer natürlich auch einen Ruf zu verlieren, wenn das Auto dreckig ist. Nein, Spaß. Und von innen natürlich fühlt man sich ja auch wohl, wenn kein Pfand rumliegt, die Krümel von den Brötchen nicht rumliegen. Krümel sind hier bei Alexander Weigel definitiv nicht zu finden. Er reinigt sein Schätzchen, den russischen Oldtimer, einen Lada, regelmäßig. Jede Woche bestimmt, ja. Ja, ja. Das war ein Traum. Das war mein erstes Auto zu Hause halt. Und nach 50 Jahren haben meine Kinder mir das geschenkt. Und das ist jetzt was Besonderes halt. Und hoffentlich bleibt das Auto dann auch so schön sauber, wie es ist, denn noch 2 bis 3 Tage lang könnte Sahara-Staub runterkommen, bis er dann Richtung Osteuropa weiterzieht. Bis dahin werden hier sicher noch einige verstaubte Autos durch die Waschstraße rollen, um den Gruß aus der Wüste wegzuwaschen. Auf einer Baustelle in Frankfurt gab es heute Morgen einen Arbeitsunfall. Ein Arbeiter ist ums Leben gekommen. Die Nachrichten mit Claudia Schick. Ja, ein weiterer Mann wurde dabei verletzt. Bei dem Unfall war auf einer Hochhausbaustelle ein Gegenstand aus einem hohen Stockwerk heruntergefallen. Die beiden Arbeiter wurden von dem herabfallenden Gegenstand getroffen. Und warum das geschah, muss noch untersucht werden. Die Baustelle befindet sich in der Innenstadt. Auf ihr wird das neue Hochhausensemble vorgebaut. Die Baustelle wurde laut Polizeiangaben gesperrt. Die Ermittlungen laufen noch. Ja, so langsam entwirrt sich das Knäuel der vielen Streiks an unterschiedlichen Orten. Jetzt gibt es auch für das Sicherheitspersonal an den deutschen Flughäfen eine Tariflösung. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben den Schlichterspruch nach mehrtägigen Verhandlungen angenommen. Damit sind weitere Streiks wohl erst einmal vom Tisch. Flugpassagiere können aufatmen, die Beschäftigten sind zufrieden. Das Streiken an deutschen Flughäfen hat sich für die Beschäftigten gelohnt. Im Tarifkonflikt bei den rund 25.000 Luftsicherheitskräften gibt es nun eine Einigung. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben einen Schlichterspruch angenommen. Das Stundenentgelt steigt im ersten Schritt jetzt in der Spitze von 20,60 Euro auf 22,20 Euro. Das ist für die Beschäftigten mehr als nur der adäquate Inflationsausgleich. Insgesamt gibt es in 3 Stufen Gehaltserhöhungen zwischen rund 13% und 15%. Der Einigung muss noch bis morgen 12 Uhr zugestimmt werden von den jeweiligen Gremien auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Die Zustimmung gilt aber als sehr wahrscheinlich. Der Tarifvertrag soll bis Ende März 2025 laufen. Mit dem Teil der Lohnerhöhung oder Entgelterhöhung sind wir sehr zufrieden. Wir haben annähernd unsere Vorstellungen in der Schlichtung erreicht. Auch im Tarifkonflikt des Lufthansa-Kabinenpersonals rückt eine Lösung näher. Die Aussichten auf einen Sommer ohne Streik am Flughafen steigen. Und noch eine Hiobsbotschaft für 30 Mietparteien einer Wohnanlage der Nassauischen Heimstätte in Frankfurt-Sindlingen. Sie müssen raus aus ihren Wohnungen, weil eine Geschossdecke
Einsturz gefährdet ist. Bei der Untersuchung der Decke wurde festgestellt, dass die Tragfähigkeit unter dem vorgeschriebenen Minimalwert liegt. Bereits im Januar waren in anderen Geschossdecken ähnliche Mängel aufgetreten. Daraufhin mussten 49 Mieter ihre Wohnungen verlassen. Die Menschen kamen in Hotels unter. Laut Nassauischer Heimstätte ist ein Großteil inzwischen in neue Wohnungen umgezogen. Wenn sich vor der Eisdiele eine Schlange bildet, dann, ja spätestens dann, weiß man, der Frühling ist da und das Wetter ist schön. Tja, und dann steht man vor schwierigen Fragen. Kann man sich mit Blick aufs Portemonnaie oder die Bikini-Figur mehrere Kugeln leisten? Und welche Sorten sollten es denn dann sein? Unser Kollege Bernd Arnold, da steht er ja schon, ist in Bad Homburg, um jetzt all das zu klären. Bernd, was ist dein Lieblingseis? Also ich habe mich gesteigert. So mit jüngeren Jahren, da habe ich Spaghetti-Eis gegessen. Mittlerweile bin ich schon beim Pizza-Eis. Es ersetzt eine komplette Mahlzeit und erinnert so wunderbar an den Italien-Urlaub. Italien-Sehnsucht war schon immer irgendwie ein bisschen da, auch als ich noch ein ganz kleiner Junge war. Und mein Papa hat mir einen Satz gelernt und der heißt Un gelato per 20, das heißt ein Eis für 20. 20, damit waren 20 Pfennig gemeint. Sie merken es schon etwas länger her. Mittlerweile hat sich ja einiges geändert. Franco Foracci hat die Zahlen. Das Umfrageinstitut Statista stellte schon im vergangenen Jahr eine deutliche Preiserhöhung fest von 1,50 Euro auf 1,80 Euro im Durchschnitt. Amtliche Zahlen gibt es aktuell nicht. Der Eisverband Unitais will die Preise nicht kommentieren, jeder Betrieb entwickle sie selbst. Wie sie zustande kommen, viel Personalkosten, wenig Gewinn heißt es. Und die Kunden? Sie kommen trotzdem, es geht ja auch ums Gefühl. Also die Preise sind ja echt wahnsinnig. Ich habe jetzt hier 1,80 Euro für eine Kugel bezahlt, eine kleine Portion Sahne, 1,40. Aber okay, was soll ich machen, wenn ich es essen will? Ne? Wenn die Qualität gut ist, dann bezahle ich auch 1,80 Euro für die Kugel. Und sag mir, ich muss ja nicht jeden Tag essen. Es ist tatsächlich Luxus. Ich glaube, das verbindet man jetzt mit schönem Wetter, Freizeit, Sonne. Ich will raus und der Eis gehört auch irgendwie dazu. Familie sowieso, ja. Die Kinder, die kann man immer damit catchen. Ja, irgendwie gehört es dazu. Ja, und hier bei Gelato Bella in Bad Homburg, da kostet die Kugel 1,80. Der Preis hat sich nicht verändert, aber mir haben einige Leute erzählt, dass woanders durchaus auch mal 2,50 Euro für das Bällchen verlangt werden. Rosella ist die Inhaberin hier. Was ist denn für Sie der Kostenfaktor, der Ihnen jetzt am meisten wehtut? Logistikkosten, dann Rohkosten und Personalkosten. Die hat sehr gestiegen eigentlich. Was gibt es denn für neue Trend in Sachen Eis? Ich weiß, Sie lassen sich ja jedes Jahr was Neues einfallen. Wir haben also diese Passion, das ist mit Vanilleeis und Passionfrucht und Haselnusscreme. Und dann haben wir noch Creme Brûlée, die haben wir auch hier noch auf der Decke. Und ja, wir haben auch was vor, aber wir verraten jetzt noch nicht. Ne? Also das ist nächsten Monat erst. Wir haben tolle Temperaturen. Wie hat sich das aufs Geschäft ausgewirkt? Es war lange Zeit schlechtes Wetter und wir haben wirklich diese Sonne gebraucht. Also ich rede nicht nur für mich, aber für die ganze Eisdiele. Ne? Also die, wo mal meine Arbeit machen, weil wir verkaufen was Kaltes. Und ehrlich sagen, jetzt haben die richtig die Leute Lust auf Eis. Und das war wirklich schön, dass mal Sonne gescheint hat und wirklich die Leute auf uns gekommen sind. Was ist denn Ihr Lieblingseis? Also meine Lieblingseis ist Ricotta, Granatapfel und Pistazien. Das hört sich spannend an, da werde ich mal was ausprobieren. Eins kann ich Ihnen sagen, was ich überhaupt nicht mag, Zitrone. Ich weiß, ganz vielen Menschen geht es auch so, Zitrone geht nicht. Aber vielleicht soll ich mich mal selbst überreden zum Zitroneneis hier. Ja, Bernd, vielen Dank. Also mein Lieblingseis ist Zitrone. Lass es dir noch gut gehen dort. Tschüss. Wenn wir an Wald denken, dann haben die meisten von uns wahrscheinlich so ein Bild vor Augen. Große Laubbäume mit saftig grünen Blättern. Wie diese Buchen. Aber so schön wie unsere Vorstellung, ja, so sehen die Buchenwälder oft gar nicht mehr aus. Auch sie haben unter den trockenen Jahren sehr gelitten, das zeigt der aktuelle Waldschadensbericht. Wir waren im Hohen Kellerwald bei Bad Zwesten und haben uns die aktuelle Situation angeschaut. Die meisten Buchenstämme sind schon abtransportiert, die restlichen werden bald abgeholt. Hier im Hohen Kellerwald mussten viele kranke Bäume gefällt werden. Hessens Buchenwälder sind in Gefahr. Es ist sehr gravierend, von Einzelbäumen ausgehend, die absterben, bis hin zu ganzen Beständen.
Und besonders in Hessen sind große Bestände sehr gefährdet. Wir haben keine einzige gesunde Buche in unserem Wald gefällt, sagt Revierleiter Stefan Lengemann. Die anhaltende Trockenheit hat viele Bäume angegriffen. Typischerweise löst sich wegen der Sonnenhitze am Stamm die Rinde ab. Darunter wird häufig ein Schleimfluss sichtbar. Der Saft der Bäume tritt nach außen, Pilze gelangen ins Innere. Da sieht man hier im oberen Bereich, diese Buche hatte extremen Sonnenbrand. Die Rinde ist schon lange abgestorben, man sieht es hier. Und das ist dann eine Eintrittspforte für Pilze. Und daran erkrankt die Buche dann so stark, dass es zum Absterben des Baums führt. Die Pilze lassen die Buchen innerlich geradezu zerbröseln. Erkrankte Bäume brechen irgendwann einfach ab. Auch große Äste können jederzeit herabfallen. Im Frankfurter Stadtwald kam deshalb bereits eine Frau ums Leben. Viele sprechen jetzt vom Buchensterben 2.0. Wenn man das wissenschaftlich betrachtet, würde man es eher als komplexe Erkrankung bezeichnen, die sogenannte Buchenvitalitätsschwäche. Begonnen hat das mit den Hitzesommern und der extremen Trockenheit seit 2018. In der Mitte Deutschlands herrscht nun ein Klima wie früher in Norditalien. Buchenwälder kommen damit nicht so schnell klar. Gitta Langer von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und ihr Team berät Hessen Forst, was nun zu tun ist. Hunderte Baumproben werden jedes Jahr am Institut untersucht. Die Pilze sind mit bloßem Auge nicht sichtbar. 2019 haben sie hier den Pilz gefunden, der das Buchensterben mit ausgelöst hat. Diplodia corticola befällt eigentlich nur nordamerikanische Fichten oder europäische Eichen. Doch durch das warme Klima werden Pilze, die früher als harmlos galten, plötzlich zu Schaderregern. Für Förster Stefan Lengemann ist der Verlust vieler Buchen im Revier der zweite große Rückschlag nach dem Komplettausfall der Fichten. Sie bauen Zäune, um die Neuanpflanzungen vor gefräßigem Rotwild zu schützen. Allerdings soll hier weder reiner Buchen- noch Fichtenwald hin, sondern Mischwald. Für künftigen Holzertrag setzt er nämlich auf Douglasien. Letztes Jahr haben wir hier Douglasien gepflanzt, weil der Wald zeigt einem normalerweise, was richtig ist, wenn wir hier den Weg einmal kurz nach oben schauen. Hier stehen starke, vitale Douglasien. Um die Trockenheit abzumildern, legen sie überall im Revier kleine Sickerteiche an, damit Regenwasser so lange wie möglich im Waldboden bleibt. Ein Blick auf die nachwachsende Buchengeneration stimmt Gitta Langer trotz allem optimistisch. Die Generation, die nachfolgt, ist in der Regel, wie auch schon erste Studien gezeigt haben, wesentlich angepasster, also resistenter gegen diese trockenen Bedingungen. Das beste Szenario, von dem ich auch ausgehe, ist, dass sich die Wälder regenerieren. Das braucht aber seine Zeit. Zeit, um sich anzupassen. In Zukunft werden Hessens Buchenwälder vielleicht etwas gemischter aussehen. Verschwinden werden sie aber nicht. Glück im Unglück hat ein Radfahrer auf einem Mountainbike-Trail im Odenwald gehabt. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Unbekannte haben im Lautertal Stacheldraht über Mountainbike-Wege gespannt. Ein 25-jähriger Mann ist gestern durch so eine Falle gefahren. Der Stacheldraht riss, der Fahrradfahrer stürzte daraufhin aber nicht. Die Polizei wurde gerufen und die fand noch an weiteren Stellen gespannte Drähte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Rasenmähen, wissen wir alle, wie das geht, aber unter Wasser in einem Stausee, das ist was für Spezialisten. Und genau das findet derzeit im Stausee an der Kinzigtalsperre statt. Mit schwimmenden Baggern werden in 2 Metern Tiefe Weidenbäume abgesägt, die sich dort ausgebreitet hatten. Damit soll ein Fischsterben verhindert werden. Während der routinemäßigen Trockenlegung des Sees hatten die Weiden die günstige Witterung im Frühjahr 2022 für einen massiven Samenflug ausgenutzt. Die Talsperre mit ihrem feuchten Sedimentschlamm war ein idealer Nährboden.
Auch wenn es ihn schon an vielen Stellen zu kaufen gibt für 15 bis 18 Euro das Kilo, wie im vergangenen Jahr. Offiziell geht es erst heute richtig los mit der Spargelernte in Südhessen. Und dafür wurde einiges aufgefahren auf dem Spargel- und Obsthof Wendel im südhessischen Zwingenberg. Und mit dabei der Landwirtschaftsminister Ingmar Jung und ein Ihnen durchaus bekannter hessischer Comedian. Beim symbolischen Spargelanstich mit dabei Spargelbotschafter Madin Schneider und auch die neue hessische Spargelkönigin Lena die Erste. Da ist mühsame Handarbeit angesagt, aber es geht auch um die Rechtschreibung. Bei uns in Hessen schreibt man ja Spargel mit zweimal SCH vorne und in der Mitte. Deshalb hatte ich als kleine Bub einmal im Diktat in einem Wort 6 Fehler gehabt. Aber ich finde es nach wie vor. Ich schreibe es immer noch mit zweimal SCH. Es klingt dann auch so schön. Und den gibt es wegen des milden Wetters in Hessen schon seit Mitte März zu kaufen. Die Hauptanbaugebiete liegen in den südhessischen Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße. Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni. Und das war's von den Nachrichten, Andreas. Jetzt gibt's noch was Neues für Vegetarier. Wir starten nämlich unseren Wochenschwerpunkt Hessen forscht. Ja, wir geben Ihnen interessante Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte. Und heute geht es um eine Alternative zum Fleisch, an der die Hochschule Fulda arbeitet. Klar, es geht um den ökologischen Fußabdruck. Die Aufzucht von Tieren verbraucht ja deutlich mehr Energie, Fläche und Wasser als der Anbau von Pflanzen. Jetzt gibt es ja schon Alternativen, aber die Fulda meinen, da geht noch was in Sachen Geschmack und Qualität. Wir untersuchen, wie die Bohne vom Acker hin zu einem fertigen Patty, also einer Fleischalternative für die Gemeinschaftsverpflegung, kommt. Man nehme Maisstärke, Haferkleie, Sojamehl, Wasser und diverse Gewürze. Vor allem aber braucht es diese Ackerbohnen für das sogenannte Patty-Projekt an der Hochschule Fulda. Professorin Stefanie Hackspiegel ist Expertin für Gemeinschaftsverpflegung. Mit ihrem Team will sie aus den proteinreichen Hülsenfrüchten einen neuartigen Fleischersatz entwickeln, ohne künstliche Zusatzstoffe und großküchentauglich. Das heißt, es muss ganz leicht in der Handhabung sein. Und das fängt schon damit an, dass ich mir überlegen muss, sind die Produkte tiefgekühlt? Kann ich sie einzeln entnehmen, um auf unterschiedliche Portionsgrößen dann auch skalieren zu können? Und das sind natürlich so Bällchen einfacher zu portionieren, als wenn ich jetzt einen Burger habe. Den müsste ich in unterschiedlichen Größen auch anbieten. Bei vielen Produkten, die bereits am Markt sind, ist die Zutatenliste sehr lang. Farb- und Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Verdickungsmittel. Von Industriekleber sprechen die Wissenschaftler. Den wollen sie aus ihrem Bohnenpatty heraushalten. Doch das Bindemittel bereitet noch Kopfzerbrechen. Wir haben momentan Haferflocken, aber auch verschiedene Mehl- und andere Stärken noch im Produkt drin. Wir hatten auch schon mal mit Kokosmehl, sag ich mal, hantiert, aber das können wir halt in Deutschland nicht herstellen. Und unser Ziel ist es ja auch, regionale Produkte und eine regionale Verarbeitungskette dann auch aufzubauen. Das heißt, nicht nur der Anbau, sondern auch die gesamte Verarbeitung in allen Prozessstufen soll hier in Deutschland stattfinden. Am besten direkt vor Ort. Kleine Größe, aber viel Halbe dabei, was nicht ganz so toll ist. Mit dem biozertifizierten Antoniushof am Stadtrand von Fulda arbeitet die Hochschule eng zusammen. Verschiedene Hülsenfrüchte haben sie hier schon ausprobiert. Und sind damit Vorreiter. Denn bei Bohnen gibt es großen Nachholbedarf. Jahrzehntelang wurde in Deutschland nicht wirklich gezüchtet. Wir haben die alten Sorten genommen und die waren halt irgendwie okay. Aber wir haben dort überhaupt nicht auf die Lebensmitteleigenschaften gezüchtet. Also es war bislang nur Futter für Schweine und für Rinder. Mittlerweile geht eben der Trend hin zur veganen Ernährung, hin zu Fleischersatzprodukten. Und da ist die Bohne, genauso wie die Erbse, natürlich ein ganz wichtiger Player. Zurück im Labor.
Hier schauen Sie ganz genau hin. Wie sind die Bohnen und die daraus gefertigten Produkte zusammengesetzt? Professor Marc Behringer leitet das Analytikteam. Liegt die Zukunft des Fleisches im Reagenzglas? Das ist eine gute Frage. Die Ackerbohne hat einen hohen Proteinanteil, kommt also dem Fleisch als Proteinträger sehr nah. Die Frage ist, was die Ackerbohne neben dem Fleisch noch enthält. Also kann man es wirklich vergleichen? Und das ist der Grund, warum wir diese Untersuchungen hier im Labor durchführen. Wir schauen also, welche zusätzlichen Nutzen die Ackerbohne hat, welche Inhaltsstoffe, ernährungsphysiologisch wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamine und Spurenelemente die Bohne enthält. Dazu ermitteln Sie in chemischen Analysen, wie sich der Herstellungsprozess auf die einzelnen Bestandteile der Bohnenpatties auswirkt, bis ins kleinste Atom genau. So können Sie direkt mit Fleisch vergleichen. Am Ende geht es um einen gesunden Fleischersatz, der auch die Umwelt schont. Wir denken, dass die pflanzliche Ernährung einen sehr guten Beitrag dazu leisten kann, auf der einen Seite CO2-Emissionen einzusparen, den hohen Wasserverbrauch, den auch Tiere letztendlich brauchen, einzusparen. Und es geht um Transformation des Ernährungssystems hin zu einem vielleicht besseren, klimaneutraleren Konzept. Aber wie muss so ein Ersatzprodukt aussehen, riechen und vor allem schmecken, um möglichst viele Menschen anzusprechen? Im Sensorik-Labor haben sie bereits etliche Verbrauchertests durchgeführt, auf der Suche nach dem idealen Bohnen-Patty. Da kommt der Fleischkonsistenz schon sehr nah, sehr würzig, vielleicht minimal zu fest. Also ein paar kleine Verbesserungsvorschläge gibt es sicherlich noch, aber insgesamt auf jeden Fall schon sehr lecker. Etwa 16 Millionen Menschen in Deutschland essen täglich in der Gemeinschaftsverpflegung. Dabei nur einmal pro Woche auf Fleisch zu verzichten, hätte schon einen großen Effekt auf die Umwelt, sagen die Wissenschaftler. Noch stehen sie relativ am Anfang mit ihrem Bohnen-Patty-Projekt. Analysieren und debattieren. Für eine Zertifizierung sei es aber noch zu früh. Wir haben die große Herausforderung, dass wir bei den Bindemitteln möglichst allergenfrei auch bleiben wollen. Im Moment ist es so, dass das Produkt noch nicht glutenfrei ist. Doch hier in Fulda glauben sie fest daran, die Zukunft des Fleisches wächst auf den Äckern und nicht im Stall. Tja, interessant. Nach der Tagesschau geht's heute in der Sendung Visite um Physiotherapie für Knie und Hüfte. Ich überlege mir jetzt, was ich morgen zuerst mache. Spargel kaufen oder Autowäsche? 21.30 Uhr gibt es nochmal die späte Hessenschau. Und jetzt noch das Wetter der nächsten Tage mit Simone Kienast. Schönen Abend. Genießen Sie die Wärme. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.